Yo Leute, Siden hier am Start und willkommen zu einem neuen babamäßigen Video. Heute geht es natürlich wieder rein in ein ernsteres Thema. Wir sprechen nämlich über einmal Studio Mappa und das aktuelle Projekt Jujutsu Kaisen, was viele von uns natürlich verfolgen, ich natürlich auch, weil ich es behandle auf dem Kanal. Aber ja, wir sprechen heute über die Vorkommnisse, um die Begebenheiten dieser Produktion. Also es geht ein bisschen hinter die Kulissen. Denn gestern ist etwas passiert auf Twitter. Ihr seht es im Hintergrund schon, dass etwas geschehen ist. Animatoren haben sich nämlich beschwert. Und das ist natürlich kein Geheimnis mehr. Ihr wisst selber, das ist kein Problem, das von heute auf morgen geschieht, sondern das ist schon länger der Fall. Nicht nur bei Mappa, sondern auch bei anderen Produktionen, dass Leute Knebelverträge haben oder unter diese gestellt sind, geknechtet werden, bis zum geht nicht mehr unterbezahlt sind, fast gar nicht mehr nach Hause kommen. Quasi das beste Beispiel, was wir aktuell dazu eigentlich haben, ist Zombie 100, wo jede Folge delayed ist, wo einfach gar nichts mehr gefühlt kommt oder auf unbestimmte Zeit jetzt sogar verschoben wird, so mäßig. Also ja, das sind keine Geheimnisse mehr und ich denke, das sollte fast jedem von euch schon mal ein Begriff gewesen sein, dass er über die Jahre hin schon mal gehört hat, dass ein Animator ins Krankenhaus gekommen ist oder nicht mehr nach Hause kommt oder sich tot arbeitet oder wie auch immer. Hier sprechen wir jetzt im ganz aktuellen Fall über Mappa mal wieder und JJK. Diese Produktion könnte sich nämlich aktuell in Gefahr befinden. Also das könnte nicht mehr so gut werden, wie man das vielleicht erwartet. Und darauf bereite ich euch jetzt ein bisschen vor. Es kann natürlich am Ende des Tages nicht der Fall sein. Es kann immer noch gut aussehen, so mäßig. Aber es könnte sein, dass die Zukunft dieser Produktion in Gefahr ist. Beziehungsweise dann auch darüber hinaus. Staffel 3, Staffel 4 und so weiter wieder ein Wechsel stattfindet. Weil hier durch die Blume auch ein bisschen näher kommt, dass Leute diesen ganzen Staff verlassen und nicht mehr am Projekt beteiligt sind, sondern Mappa verlassen und sich anderen Projekten widmen. Das ist tatsächlich der Fall. Ich habe das gestern so ein bisschen verfolgt. Ihr seht es hier im Hintergrund schon. Hier sind ein paar Screenshots von Leuten, die das geschrieben haben. Und natürlich dann auch Twitter-Usern, die das so ein bisschen zusammengetragen haben, weil hier alles in Japanisch ist, so mäßig. Diese Accounts sind legit. Bevor ihr jetzt irgendwas in die Kommentare schreibt oder so, von wegen, das kann ja jeder behaupten, ihr könnt euch das selber raussuchen. Ich habe es aber auch nochmal getan. Diese Accounts hier sind reale Animatoren. Also das ist hier alles offiziell. Anime News Network. Die Twitter-Accounts sind verlinkt. Projekte, an denen die beteiligt waren. Und wie gesagt, das Problem an sich ist ja auch jetzt nicht unbekannt. Das ist also etwas, was wir schon mal gehört haben bei anderen Produktionsstudios oder Companies oder wie auch immer. Mappa steht natürlich nicht alleine in der Schuld mit sowas, also andere Companies sind natürlich genauso beteiligt oder haben ähnliche Probleme. Wir haben das bei Studio Pierrot, wir haben das bei einem Aniplex, die ihre Schedules nicht hinbekommen oder sowas. Also solche Arten von Problemen haben wir des Öfteren mal. Beispielsweise Zombie 100, was ich gerade schon mal meinte, das hat ja gar nichts mit Mappa zu tun, das ist ja ein ganz anderes Studio Bugfilms oder so. Jedenfalls, dieses Problem ist beständig, dieses Problem gibt es schon länger, aber der aktuelle Fall, der aktuelle Case bei Mappa ist mitunter das Schlimmste, wenn man zumindest den Worten von den Leuten, die da arbeiten, Glauben schenken darf. Dann hast du hier solche Kollegen, die schreiben, dass man sich erstmal um ein vernünftiges Arbeitsumfeld kümmern sollte, bevor man sich über Beschwerden beschwert. Dann hast du hier den Kollegen, der sagt, dass er nichts zu verlieren hat. Er wird der Welt offenbaren, was für ein diabolisches Studio Mappa eigentlich ist und dass Studio Mappa Leute unterdrückt und ihnen den Mund verbietet, sozusagen. Also es ist schon sehr krass. Ich glaube, der Kollege hat sogar heute noch geschrieben, dass es Sklavenarbeit ist und das kein Geheimnis mehr sein sollte, wenn ihr mal auf seinen Twitter geht. Er hat aber auch ein paar Dinger gelöscht. Vermutlich, weil er wirklich was zu befürchten hat, weil Dinger viral gegangen sind. Ja, ich krieg sowas des Öfteren mal mit, dass sich Leute beschweren, Animatoren beschweren, Leute ihre Credits nicht bekommen, irgendwelche Freelancer auf Twitter. Man sollte das auch nicht unter den Teppich kehren. Viele von diesen Leuten, von diesen Animatoren,
von diesen Freelancern nutzen ja gerade Twitter, um überhaupt erst ein Sprachrohr haben zu können. Und dann gibt es natürlich Leute, die darüber noch aufklären, übersetzen und so weiter und so fort. Ich bin natürlich jetzt auch nicht krass im Bilde, nagelt mich jetzt nicht auf jedes Wort fest, was ich sage. So genau kenne ich mich auch nicht aus. Meine Aufgabe hier in dem Fall ist es nur, euch das ein bisschen näher zu bringen und verständlich zu machen, worum es hier eigentlich geht. Ich finde das Real Talk sehr schade, wie das aktuell alles so läuft, dass es immer schlimmer wird, dass man von immer schlimmeren Konditionen hört, von immer schlimmeren höllischen Arbeitsbedingungen. Die Folgen werden teilweise einen Tag vor Release fertiggestellt und Leute werden so geknechtet, das ist ja nicht mehr normal. So, als Konsument kann dir das natürlich egal sein und du machst dir darüber keine Gedanken, wenn dir am Ende des Tages einfach nur wichtig ist, wie die Folge aussieht. So, aber das sind natürlich dann am Ende auch Konditionen oder Begebenheiten, die dann dafür verantwortlich sein könnten, dass Animationen mal nicht mehr so clean sind oder Wechsel stattfinden oder sowas in der Richtung. Gerade solche Probleme werden wir vermutlich in der Zukunft immer mehr bekommen, weil Leute wechseln oder nicht mehr unter diesen Konditionen und Knebelverträgen stehen wollen, dieses gesamte Thema. Das heißt, macht euch mal darauf gefasst, stellt euch mal darauf ein, dass wahrscheinlich spätestens die nächste Season von JJK wieder einen kleinen Wechsel bekommen wird, wieder andere Leute bekommen wird. Wie das am Ende des Tages aussieht, das kann ich natürlich nicht wissen. Nagelt mich darauf nicht fest, keine Ahnung. Aber was Fakt ist, ist, dass Staff-Member höllische Arbeitsbedingungen haben und auch JJK davon nicht unbeschert bleibt, ja, dass Leute den Core-Staff verlassen und dass Leute Studio-Mapper quasi an den Pranger stellen, zu Recht, weil diese teils illegale Bedingungen stellen, teils illegale Verträge stellen. Und das geht gar nicht fit und da muss man drüber sprechen. Und das tue ich in dieser Hinsicht, weil ich nicht nur sage, wie toll oder wie scheiße ein Anime aussieht, sondern auch mal hinter den Kulissen betrachten möchte, wie es dazu kommen kann. Aber ich habe nicht die Expertise zu sagen, wie das eine zum anderen kommt. Ich möchte nur sagen, das ist der Case, damit ihr einen gewissen Blick dafür habt. Aber so krass kompetent bin ich halt in der Hinsicht auch nicht, weil ich halt ja kein Fachmann bin. Ich lebe nicht in Japan. Ich bin kein Produzent in der Hinsicht, ich stecke nicht im Thema drin, sondern ich bin am Ende des Tages auch nur einer von euch, der das mitbekommt, aufschnappt, sich da einliest und das dann an euch näher bringt, so mäßig. Also, das ist natürlich überhaupt nicht nice, gerade bei einem Arc wie Shibuya, wo du natürlich dir gedacht hast im Vorhinein, vor ein, zwei Jahren noch, dass es das Internet sprengen wird, aber wir können stark davon ausgehen, dass die nächsten Episoden wahrscheinlich nicht das Internet sprengen werden. Also ja, klar, vom Namenhaften an sich, Jujutsu Kaisen wird trotzdem eine Welle machen, aber ich denke, von Produktion her, wie es aussehen könnte, die Epicness und das 10 von 10 Material werden wir vermutlich nicht in der Hinsicht so bekommen, wie man das gerne erwartet. Einige mögen ja auch schon den Wechsel allein schon nicht von Season 1 zu Season 2, was Arts dann und so weiter betrifft. Was ich nachvollziehen kann, ich mag dieses eckigere, kantigere aus Staffel 1 auch wesentlich mehr als Season 2, wobei ich sagen muss, Season 2 hat eine andere Art von Animation, die mehr zu Studio Mappa passt, so mäßig. Ja, ich betrachte das an und für sich, wenn die Folgen kommen, wie das aussehen wird, aber das sind natürlich Begebenheiten oder Umstände, Konditionen, die nicht gut sind, die nichts Gutes verheißen und das dazu. Also ihr wisst Bescheid, ihr wisst, worauf ihr euch einstellen könnt, das soweit zu diesem Thema hier. Lasst mir gerne euer Feedback zu dem Thema hier unten in den Kommentaren da und natürlich wie immer für den Support einen Daumen nach oben, würde ich mich sehr drüber freuen. Wir sehen uns beim nächsten Mal, haut rein und ciao.